Der Tag der Ehre in Budapest hat tausende Neonazis angezogen. Am Rande ist es zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen. Beteiligt an diesen Attacken offenbar auch Linksextremisten aus Deutschland. Mit dem Teleskopschlagstock auf den Hinterkopf. Dann Tritte und Schläge gegen den am Boden liegenden Mann. Am Ende Pfefferspray auf das blutüberströmte Opfer. Das Video, aufgenommen von einer Überwachungskamera, soll den Überfall Linksextremer auf einen vermeintlichen Neonazi zeigen. Wenige Tage später dann verhaftet die Polizei in Budapest zwei Deutsche. Ein Video der Polizei zeigt die Verhaftung. Den beiden Verdächtigen droht nun eine mehrjährige Haftstrafe in Ungarn. Am Tag nach der Festnahme werden ihre Berliner Wohnungen durchsucht. Und selbstverständlich ist es so, dass jetzt beweiserhebliches Material für die derzeit vorherrschende Tat aufgefunden werden soll durch solche Durchsuchungsmaßnahmen. Aber auch weitere Erkenntnisgewinnungen. Sind vielleicht weitere Anschlagspläne geplant? Sind weitere Gewaltdelikte geplant? Insgesamt viermal schlägt die linksextreme Truppe am letzten Wochenende zu. Macht Jagd auf Personen, die sie als Teilnehmer eines rechtsextremen Aufmarsches identifizieren. Die Extremisten verletzen dabei 8 Personen, teils schwer. Ob alle Opfer Neonazis sind, ungewiss. Nach 2 weiteren Deutschen sucht nun die ungarische Polizei, veröffentlicht dazu Fahndungsfotos der mutmaßlichen Schläger. Die steigende Gewaltbereitschaft extremistischer Strömungen macht auch der Polizei in Deutschland Sorgen. Extremismus muss man allumfassend bekämpfen, sonst bekämpft man ihn gar nicht. Und es wird Zeit, aus der politischen Lethargie rauszugehen, den Sicherheitsbehörden das vernünftige Handwerkzeug an die Hand zu geben und endlich anzufangen, extremistische Problemfelder aufzuklären und ihn dementsprechend auch rechtsstaatlich konsequent zu bekämpfen, denn es ist bereits schon 5 nach 12. Schon im Januar schlagen in Erfurt mutmaßliche Linksextremisten mit einer Axt auf 2 polizeibekannte Neonazis ein. Die Polizei geht auch hier von einer politischen Straftat aus, sucht mit diesem Phantombild nach einem der Täter. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen in Budapest und Erfurt gibt, ist noch nicht bekannt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.